Hallo und herzlich willkommen zu meinem Ark Survival Evolved Let's Tame It Solo. Wie ihr hier seht, ja, hat sich die Anzahl meiner Rexe drastisch erhöht. Hier habe ich 3 Männchen. Hier drüben habe ich meine 3 Weibchen. Das sind hier, 3. Hier habe ich meine Weibchen. Hier einmal 5 und da drüben, das ist unser besonderes Weibchen. Das ist nämlich unser Mutant. Wie ihr hier seht, hat die ein bisschen eine andere Farbe und die hat auch andere Werte. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen, denn heute wollen wir, ich glaube, das zweitgrößte Tier auf Ark oder im Ark zähmen. Und zwar handelt es sich dabei um den Brontosaurier. Für den Brontosaurier braucht ihr die Kibbel von der Carbonemis, also von der Schildkröte. So, die 12, die müssten locker reichen. Ich glaube, ich brauche 7 oder 8 für den, der hier draußen vor meiner Tür steht. Außerdem benötigt ihr Mohrrüben und Prime Jerky. So, Prime Jerky und Mohrrüben. Natürlich wieder unsere Meobeeren. Zusammen mit den Fasern und dem Wasser hier drüben im Topf. Müssten sich da also die Kibbel ergeben. Schalten wir das mal ein. Ich habe hier schon 30 Betäubungsdarts und nochmal, ja gut, nur 5 normale Pfeile. Aber ihr seht ja, ich habe auch noch Narkosemittel und Steinpfeile dabei. Aus denen kann ich ja dann nochmal 41 Narkosepfeile machen, wenn ich es denn brauchen sollte. Hier unten haben wir unsere Flinte, die macht ja doppelt so viel Schaden. Und ja, da sollte das eigentlich mit den 30 Pfeilen, sollte das eigentlich klappen. Der Bronto, der hat sich so ein bisschen hier vor meiner Haustür verbuggt, aber ich befürchte, dass wenn ich drauf schieße, dann wird er sich vermutlich doch wieder bewegen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den hier direkt von meiner oberen Mauer aus beschieße, aber ich befürchte, wenn der sich dann da doch wieder rausbewegt, dann wird er möglicherweise meine Pflanzen kaputt machen, die ich da oben drauf habe. Also ich glaube, wenn man hier oben drauf steht, da so in etwa auf der Ecke, dann müsste man ihn eigentlich ganz gut bekommen. Aber wie gesagt, wir werden erstmal versuchen, irgendwie von einem anderen Felsen auszuschießen. Klettern wir mal hier hoch. Muss allerdings vorher noch die Betäubungspfeile hier reinlegen, nicht etwa die echten. Wollen ja nicht mit irgendwie den falschen Sachen auf ihn schießen. So, dann nehme ich mir erstmal den Petri wieder. Und ja, dann seht ihr das, ne? Hier steht das Männchen. Also ich meine, ich kann mal versuchen, von hier oben zu schießen. Vielleicht bekommt er uns ja nicht. Na, ihr seht, der hängt da irgendwie so ein bisschen fest. So. Vielleicht bleibt er da ja auch. Das wäre natürlich toll. Ihr müsst ihm nicht unbedingt auf den Kopf schießen, sondern irgendwo auf den Körper. Ja, und der Bronto, na, ich würde mal sagen, der ist so relativ häufig. Ihr findet den eigentlich überall. Also ihr könnt ihn in den Startgebieten am Strand finden. Ihr findet den auf Wiesen, in Wäldern. Ich glaube sogar im Schneebiom. Die gibt es einfach wirklich überall. Und ja, aufgrund seiner Größe kommt es einem recht häufig vor, dass man die findet. Also von der Anzahl sind sie wahrscheinlich gar nicht mal so oft vertreten. Sie sind einfach nur so groß, dass man sie immer und überall sieht. Außerdem sind sie häufig auch in Gruppen unterwegs. Also ihr findet schon öfter mal so 2, 3 davon. Ah, jetzt kriegt er uns vermutlich hier oben, ne? Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass der uns hier irgendwie runterschubst. Fliegen wir mal eine Etage weiter hoch. Nein, sitzen bleiben. So, von hier dürfte er uns eigentlich nicht erwischen. Aber erwischen wir ihn jetzt noch, ist die andere Frage. Da! Oh. Wow! Halt! Okay, er erwischt uns. Shit, 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 shit. Das war so natürlich jetzt nicht geplant. Dann wollen wir mal versuchen, ob wir den vielleicht wieder irgendwo anders hin locken können. Nicht, dass der hier irgendwie mir die Base kaputt macht. Ist jetzt ja nicht Sinn der Sache. Kriegen jetzt alle meine Strukturen oder alle meine Tiere Schaden? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt kämpfen die alle gegen den durch die Tür, oder was? Naja, das ist wirklich nicht der Sinn der Sache gewesen. Nicht, dass hier jetzt noch irgendwas bei drauf geht. Müssen wir möglichst schnell da wieder weglocken. Ja, so gefällt mir das schon besser. Hängt da? Sieht aus, als ob er hängt. Nein! Aha! Komm, Vogel. Ein Glück habe ich dich vorher auf Folgen gepfiffen. So. Hm.
Hä, da gucken schon die ganzen Rexe durch die Tür. Und wollen wissen, was los ist. Ja, der seht ja, der teilt auch ordentlich. Ah ja, da liegt er schon. Der teilt auch ordentlich Schaden aus. So, dann stecken wir den mal. Also ich meine, guckt euch an, wie riesig dieses Vieh ist, ja. Gigantisch. Stecken dem jetzt mal die Kibbel zu. Ich glaube, 7 oder 8 oder so braucht der. Also nicht besonders viel. So, jetzt müssen wir mal irgendwie unsere Tiere hier alle beruhigen. Chillt mal, Freunde. Chillt mal. Mann, 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 was hier wieder los ist, ja? Wie war denn das? Pfeifen passiv? Sind dann alle passiv? Ja, es scheint zumindest Ruhe eingekehrt zu sein. Oh, ich habe das hier so schön aufgeräumt, ja, und jetzt machen die einem hier alles. Hallo, hallo, hallo. Von Folgen war nicht die Rede. Jetzt haben sie hier alles wieder in Unordnung gebracht. Warum ist der hier überhaupt? Naja, gut, jetzt müssten sie ja theoretisch alle passiv sein. So ein Mist. Naja, gut, aufräumen müssen wir dann eben später. Mein Gott, guckt euch das an. Guckt euch das an, ey. Dabei waren die doch überhaupt nicht alle auf neutral oder so. Völlig krass. Alle haben sich hier eingemischt. Sogar die Schafe haben sich eingemischt. Da liegt ein Ei. Komme ich jetzt vermutlich nicht ran. Doch, komme ich. Hahaha. So. Ja, Wahnsinn. Nein, liebe Leute, so war das nicht gedacht. Wo ist jetzt der Vogel? Hör mal auf, mir zu folgen. Ich mag das jetzt nicht. So, wir gehen einfach mal zu Fuß raus. Sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Jetzt haben sie sich ja alle beruhigt. Gucken mal, ob der schon was gefressen hat. Ich denke mal, ja. So. Irgendwo da drüben lag er doch. Ja, da hinten liegt er. Ja, was kann man sagen? Also wie gesagt, häufig bis mittel, ist ein Pflanzenfresser. Ihr könnt ihn also, wenn ihr jetzt das Carbonemiskibbel nicht habt, könnt ihr den auch mit. Ja, wunderbar, er hat schon gefressen. 100%, 17 Level obendrauf. Ja, ihr könnt den auch natürlich mit Beeren, am besten Meobeeren zähmen oder eben auch mit Gemüse. Den Sattel, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wann man den freischalten kann. Für den gibt es auch wieder einen Plattformsattel, auf dem ihr was bauen könnt. Und zwar mehr als auf dem Paraceratherium. Der ist ja auch deutlich größer. Ansonsten könnt ihr ihn sehr gut zum Farmen von Beeren verwenden. Ja, mit seinem Schwanzpeitschenschlag. Da holt er wirklich ziemlich viele Beeren raus und vor allem auch sehr, sehr großflächig. Also wenn ihr den irgendwo in die Mitte von so einem Sträucherfeld stellt, dann räumt er da im großen Umkreis alles ab. Also alles, was ungefähr so lang ist, wie sein, so weit weg ist, wie sein Schwanz lang ist. Also extrem großer Bereich. Ja, ansonsten, ihr könnt natürlich auf ihm reiten. Der ist auch gar nicht mal so langsam. Der kämpft auch gar nicht mal so schlecht, ne? Dadurch, dass er halt einfach sehr viele Gegner auf einmal trefft. Ihr habt das ja vielleicht an den gelben Zahlen gesehen. Der hat hier alle meine Tiere in der Base getroffen. Da kann ich wirklich von Glück reden, dass er keins umgebracht hat. Vor allem nicht die Schafe. Die halten ja nun wirklich nicht viel aus. So, jetzt muss ich auch mal selber was essen. Gut, dann warten wir hier einfach mal ab, bis der fertig geworden ist. Ich schreibe euch dann in den Infotext, was ihr braucht, um den Sattel herzustellen, denn ich habe da schon welche gefunden. Das heißt, ich muss es selber nicht lernen. Ich guck mal kurz nach, was ich hier für welche habe, falls ich überhaupt drankomme an meinen Schrank. Mein Gott, Wahnsinn. Na. Oh, Scheiße. Der hat meine Sättel kaputt gemacht. Den Schrank mit den Sätteln kaputt gemacht. Ach du meine Güte. Kriege ich hier irgendein Tier? Na, ein Glück, dass ich das jetzt gesehen habe. Jetzt müssen wir die leider doch alle wieder fallen lassen. Weil das ist einfach zu schwer. Ich kann das nicht alles tragen. Müssen wir uns mal irgendwie an den Rex oder sowas stellen. Na gut, das mache ich dann mal offline. So, jetzt dürfte es nicht mal lange dauern. Vielleicht noch einmal fressen oder so. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Zwei Kibbel habe ich auf jeden Fall noch. Ich habe mir jetzt mal gleich Beeren reingepackt, falls es ja mit
dem Kibbel jetzt getan ist, damit er nicht gleich auch noch das andere frisst. Den Sattel habe ich im Inventar. Das ist ein gelber, also Mastercraft. Bronto-Sattel. Aha. Okay, er braucht doch noch beide Kibbel. Wow, da hatten wir ja genau richtig viele gemacht. Okay, habe ich jetzt einfach ganz spontan gemacht. Ich habe mir die Zahl gar nicht gemerkt. Und dann setzen wir dem mal den Sattel auf und reiten dann mal hier ein bisschen durch die Gegend. Dann werden wir gleich mal, kann ich euch dann mal zeigen, wie der Bären farmt. Also ich glaube, dass er auch Holz und Thatch bekommt. Wahrscheinlich mehr Thatch als Holz. Vermutlich keine Fiber, wie bei den allermeisten Tieren. So, jetzt müsste er ja nun wirklich bald aufwachen. Der frisst ziemlich zügig. Das heißt, selbst wenn ihr den mit Beeren oder so zähmt, der braucht zwar eine haufenweise Beeren, aber, oder Gemüse eben. Ja, aber das ist eigentlich so Little Food. Ist eigentlich gar nicht mal so sehr ein Problem, den zu zähmen. Dann packen wir ihm mal den Sattel oben drauf. Und gucken uns nochmal kurz die Werte an. 5980 an Leben, 432 an Ausdauer. Ja, Gewicht ist der Hammer, ne? 1856 und 155 Nahkampfschaden. Dabei ist er jetzt noch nicht mal so wahnsinnig hoch vom Level. Was hat er gekriegt? 52. Aber schwerfällig ist er. So. Okay, jetzt haben wir uns hier, glaube ich, ein bisschen rausgewurschtelt. Ihr seht, die normale Geschwindigkeit ist Zeitlupe. Also das ist so langsam. Ich glaube, der macht auch wieder Trampelschaden. Das heißt, wenn ich jetzt hier renne und da ist ein Dodo drunter, dann zertrete ich den vermutlich. So, wenn wir rennen, dann sieht es da folgendermaßen aus. Er hat natürlich auch einen Wahnsinnswendekreis, aber ist ja kein Wunder, der ist riesig. Dann stelle ich mich mal hier auf die Fläche. Und dann schlagen wir einmal mit dem Schwanz. Wusch. So. Die Bären hier hinten, die scheint er gar nicht zu kriegen. Wahrscheinlich, weil es zu abschüssig ist. Na, da seht ihr, wie viele Bären der sammelt. Das ist schon echt heftig. Und ich glaube, wie gesagt, Thatch und so. Ja, genau. Mehr Thatch, weniger Holz. Level up. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Also wenn ihr mit dem rausgeht und ihr habt irgendwo eine Gegend, wo es sehr viele Büsche gibt, dann könnt ihr natürlich in 0, nix hier die richtige Anzahl an... Oh. Naja. Das war einer von denen, die hier noch draußen rumlaufen. Ich hatte ja zwei Skorpione hier draußen auf Wandering gesetzt, weil ich die einfach nicht mehr brauchte. Und ich dachte, die können hier draußen ein bisschen meine Gegend sicher machen. Aber offenbar können sie es nicht. Jetzt ist der zweite auch gestorben. Naja. Das heißt also, irgendwo hier läuft ein Raptor rum, der es drauf hat, Skorpione zu töten. Ich sehe ihn schon, da hinten. Mit dem wollen wir uns jetzt aber nicht anlegen. Wir gucken uns nochmal das Level up an. Und zwar geht es auch, wenn ich hier in K gehe, weil dann, ich glaube, nur so kriegen wir das ganze Tier irgendwie auf dem Bildschirm. Ihr seht ja, wie winzig man da oben drauf ist. So. Okay. Nee. So, und das geben wir ihm mal auf Leben. Okay, das war die Animation. Ist er mal kurz irgendwie mit den Vorderbeinchen hochgehüpft oder so? Ja, da würde ich das sagen. Das war ja, das ging ja ziemlich schnell. Ja, so ein großes Tier und so schnell ging das. Ich werde den vermutlich irgendwo hier draußen parken. Er passt beim besten Willen einfach nicht in meine Base. Ja, dafür habe ich echt keinen Platz. Ja, dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle dann das Video auch schon zu Ende ist. Und ihr könnt immer sehr gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Tame it Solo. Bis dann, ciao, ciao.